Hey Leute, bevor das Video beginnt, wollte ich euch nochmal richtig heftig in den Arsch kriechen und mich bedanken für 50.000 Abonnenten. Richtig krass. Es ist auch echt krass, dass wir sogar in den Trends waren. Hätte ich nie im Leben damit gerechnet. Zwar ganz unten und am Ende wurde ich dann von Playmobil vom Platz gestoßen, aber ich war immerhin für eine kurze Zeit in den Trends. Wobei das jetzt auch nichts ist, worauf man stolz sein sollte. Wie dem auch sei, heute geht es um Mabel, beziehungsweise wie er damals hieß, Silent Boy. Mit kaum einem Videovorschlag wurde ich in der Vergangenheit so überhäuft wie mit diesem. Der Typ verkörpert einfach alles, was mit YouTube und der heutigen Jugend falsch läuft. Er ist der pure Mainstream, er ist komplett austauschbar und langweilig. Er selbst wurde durch Musical.ly bekannt, eine Plattform, auf der man zu Songs performen kann, die dann in den meisten Fällen mit den Lippen synchron sind. Hier ein kleines Beispiel, wie das dann meistens aussieht. I've been waiting for a minute for my... Er hat dort 600.000 Follower. Und warum? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Der Accountname ist auf jeden Fall überhaupt nicht arrogant, beschreibt aber genau, was für Leute sich auf diesem Müllberg von Plattformen tummeln. Während manche dieser Musical.lys tatsächlich noch irgendwo kreativ sind, ist es bei unserem Mainstream-Opfer immer das Gleiche. Er stellt sich vor die Cam und macht asynchrone Lippenbewegungen zu irgendeiner Chartscheiße, welche schon bei zig anderen Musical.lys von anderen austauschbaren Mainstream-Opfern gelaufen ist. Und dadurch, dass man null Talent, Kreativität oder irgendetwas, was minimal Eigenleistung erfordert, braucht, zeigt sich, dass alles, was man braucht, ein halbwegs gutes Aussehen und ein Batzen Arroganz ist, um auf dieser Plattform Erfolg zu haben. Und wenn man schon in eine Sache, für die ohnehin wenig Eigenleistung notwendig ist, keine Arbeit steckt, kann es ja beim YouTube-Kanal nicht besser sein. Aber er ist total inaktiv auf seinem YouTube-Kanal und die Videotitel sind ziemlich reißerisch. Das heißt, vielleicht sind es ja wirklich gute Videos und brauchen viel Produktionszeit. Spoiler, nein, sind sie nicht. Es sind alles Reaction-Videos, die natürlich in den seltensten Fällen als solche gekennzeichnet sind. Vor allem sind von den letzten 60 Videos genau 6 keine Reaction. In einem bewirbt er sein Merch, 3 sind WhatsApp-Pranks, 1 ist über Hater-Kommentare und das letzte sind 10 Arten von Musical.ly-Nutzern. Die einzigen Videos, in die also minimal Arbeit geflossen ist, sind sowas von unkreativ und austauschbar und immer noch unter KS-Freak-Niveau. Das neueste Video ist, schaffst du es, dieses Video zu Ende zu schauen? Innovation pur! Das ist ein altes Video von Top 10, auf das er hier reagiert. Aber anstatt das Thumbnail von Top 10 zu übernehmen und dann die eigene Visage einzublenden, ist es natürlich besser, ein Bild zu nehmen, welches mit dem Video nichts zu tun hat und dann nicht mal Reaction in den Titel zu schreiben, weil sonst könnte der Zuschauer sich ja noch denken, dass das Video total unkreativ ist und es sich nur um eine Reaction handelt und es dann im Endeffekt nicht anklickt. Abgesehen davon dreht sich das Video von Top 10 um unangenehme Fakten, also zum Beispiel um Viren und deren Verbreitung im Alltag und auch um Prävention, dass man nicht mit diesen infiziert wird, zum einen kleinen Teil, und ist zu Recht in der Kategorie Bildung meiner Meinung nach. Im Thumbnail wird es aber dann schon mal so dargestellt, als dass es eine Compilation aus ekligen Bildern wäre, was beim Publikum, welches täglich das Vakuum-Gehirngenre konsumiert, gut ankommen würde. Ja, er weiß auf jeden Fall, wie man die Klicks macht. Das muss man ihnen zugutekommen lassen. Die Reaction ist übrigens auch nirgendwo einzigartig oder besonders, außer dass es auf diesem Planeten keinen einzigen so dummen Menschen gibt. Es gibt eine Szene in dem Video, auf das er reagiert, in der beschrieben wird, dass ziemlich viele Keime im Bauchnabel sind. Seine Meinung zum Bauchnabel ist folgende. Wir haben einfach ein Loch im Bauch, das ergibt keinen Sinn. Ist ja nicht so, dass es das letzte Übelbleibsel der Nabelschnur ist, durch die wir die ganze Zeit im Mutterleib ernährt werden, die also sehr wohl einen Sinn hat und sogar eine ziemlich wichtige Rolle spielt. Ja, es gibt keinen Sinn, also sich minimal mit irgendwas auseinanderzusetzen. Pff, die Fans checken ja eh nix. Von Videos wie Don't Judge Me Challenge Reaction gibt es 7 Teile und Serien wie komische Schülerantworten oder WhatsApp-Chats bekommen natürlich auch etliche Fortsetzungen. Schön die Qualität umbringen. Das Ding ist ja auch, dass der Content nicht nur keine Kreativität erfordert, da es ja nur Reactions sind, sondern auch die Reactions geklaut sind. Pharao macht ein Video, wer singt, verliert Challenge. Mabel macht das danach auch. Pharao macht ein Video, lustige WhatsApp-Nachrichten am 7.01.2017. Mabel macht das gleiche am 9.01.2017. Leute, mir ist gerade noch was ganz Wichtiges aufgefallen, das schneide ich jetzt im Nachtrag rein. Nämlich, Mabel hat doch nicht kopiert. Man sieht hier, dass er bereits ein Video, das war das erste Video dieser Serie, von den WhatsApp-Nachrichten am 30.12.2016 rausgebracht hat. Das heißt, vor Pharao. Ach nee, doch nicht. Pharao hat auch 2 Videos von dieser Serie und das erste davon kam vor dem ersten Video von Mabel zu dieser Serie.
Dumm gelaufen. Faro macht ein Video arrogante Snaps von reichen Kindern. Am 28.12.2016. Mabel macht das gleiche am 12.01.2017. Faro macht ein Video lustige Schülerantworten am 18.12.2016. Mabel macht das gleiche am 01.01.2017. Natürlich verhält es sich bei Try Not To Laugh Challenges oder WhatsApp Pranks genauso. Man kann doch nicht einfach von jemandem wie Pharao, der seinen kompletten Content aus dem internationalen Raum klaut, kopieren. Das ist sowas von erbärmlich. Ach ja, warum sind eigentlich WhatsApp-Pranks nicht mehr auf deinem Kanal vertreten? Weil sie out sind und keine Klicks mehr bringen. Es wird sich hier also nicht mal die Mühe gemacht, selbst Videos zum Draufreagieren rauszusuchen und da schon keine Arbeit reinzustecken, sondern man guckt einfach, was bei größeren Reacting-YouTubern gut ankommt und die meisten Klicks bringt, damit man auch schön wieder Profit daraus schlagen kann. Und natürlich ist es so, dass Sachen wie WhatsApp-Pranks nicht mehr gemacht werden. Er hat auch kein Problem damit, solche Formate einfach mal abzusetzen, weil er null dahinter steht, weil er null Bock darauf hat. Er macht einfach nur das, was die meisten Klicks bringt. Hätte ich ein Format, an dem ich hänge, wie zum Beispiel GF Answers, das einmal gut angekommen ist, es jetzt aber nicht mehr tut und es kommt auch nicht so gut an wie meine anderen Videos, dann mache ich das trotzdem weiter, einfach weil es mir Spaß macht. Aber hier wird ja richtig Qualität umgebracht und er steht null hinter seinen Formaten. Nun aber zu seinem Gewinnspiel. Es ist ja mittlerweile Trend, dass YouTuber ihre Gewinnspiele nicht auflösen. Leon Mascher, KS-Freak etc. Hier ist es genauso, beziehungsweise fast noch schlimmer. Das Gewinnspielprinzip ist folgendes. Ihr könnt in diesem Video 1000 Euro gewinnen. Ich werde das Geld auf 10 Personen aufteilen. Das heißt, jede Gewinnerin oder Gewinner kann halt 100 Euro gewinnen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist eigentlich schon fast geschenkt. Ihr müsst einfach Abonnent von meinem Kanal sein. Aha, also wieder die typische Masche, um ganz viele Abos zu geiern. Und in die Kommentare schreiben, wie ich euch erreichen kann. Also einfach schreiben zum Beispiel... Sagen wir uns mal, ihr wollt gewinnen. Einfach in die Kommentare schreiben. Instagram, Doppelpunkt, keine Ahnung, Jasmin.Müller. Aber wenn ihr keine Social Medias habt und einfach nur YouTube habt, dann schreibt einfach YouTube. Dann schreibe ich einfach eine Nachricht über YouTube. Das Gewinnspiel läuft 2 Wochen. Wenn ich die Gewinner anschreibe, haben die auch 2 Wochen Zeit zu antworten. Sollten die Gewinner nach 2 Wochen nicht antworten, muss ich mir leider neue Gewinner raussuchen. Also sagen wir mal, ich schreibe Instagram in die Kommentare, weil ihr auf Instagram kontaktiert werden möchtet. Dann checkt doch mal eure Instagram-DM-Nachrichten. Es kann sein, dass ich euch halt angeschrieben habe, weil ihr halt gewonnen habt. Und das gleiche gilt auch für Snapchat, Instagram und Facebook. Wenn ich mir die Gewinner rausgesucht habe, werde ich auch bei allen Gewinnern schauen, ob die mich abonniert haben. Wie schon gesagt, das läuft 2 Wochen. Ihr müsst einfach nur Abonnent sein und in die Kommentare schreiben, wie ich euch erreichen kann. Und ich würde sagen, beginnen wir jetzt im echten Video. Ich behaupte jetzt einfach mal ganz stumpf, dass das Gewinnspiel fake ist. Warum? Ein Indiz wäre, dass er das Geld in bar hat. Entweder er wandelt das später noch in Passive Card um, also dass er dann Codes hat, die er dann an die Gewinner verlost und weiter verschickt. Oder er verschickt wirklich das Geld bar per Post, was ich mir nicht vorstellen kann. Und wer halt ziemlich viel Geld in einem Brief verschickt, der ziemlich schnell verschwinden und nicht ankommen kann, ist halt in der Tat ziemlich behindert. Deshalb gehe ich hier einfach mal von der Passive Card Variante aus. Außerdem kann man sehr schwer überprüfen, ob man abonniert wurde von einem, der das Gewinnspiel gewinnen möchte. Man hat eine Liste mit Abos ohne Suchfunktion. Das heißt, wenn irgendwie Anneliese Meyer schreibt, dass sie Abonnentin ist, muss man das natürlich auch mal überprüfen. Aber angenommen, sie hat in genau diesem Moment abonniert, ist es auch schwer, weil die Liste nicht immer aktuell ist. Wenn es ein Abonnent ist, der schon lange Abonnent ist, ist es sehr schwer, ihn rauszusuchen, da man ja keine Suchfunktion hat und ihn nicht finden kann. Das heißt, man muss die gesamte Liste durchgehen und dort wird man auch sehr schnell irgendwelche Leute übersehen. Das heißt, man kann das so schwer überprüfen und ist deshalb auch schon sehr schwer durchzusetzen. Und dann ist das auch noch zusätzlich so, dass viele Leute ihre Abos auf privat haben. Das heißt, nicht mal auf der Liste erscheinen. Und Leute, die das haben, haben also keine Gewinnchance. Aber das wird natürlich nirgendwo angemerkt. Aber das macht natürlich nichts, die Zuschauer klicken die Videos ja eh. Das Gewinnspiel geht also 2 Wochen, bis es vollständig aufgelöst wird. Jeder Gewinner hat 2 Wochen zum Antworten. Was sagt uns das? Es werden alle 10 Gewinner auf einmal gefunden. Es ist aber so, dass pro Video 2 Gewinner bekannt gegeben werden. Und die Videos kommen ja nicht alle an einem Tag. Das heißt, wenn er tatsächlich auf jeden Gewinner 2 Wochen wartet, was er ja wohl oder übel muss, und dann diese Gewinner alle nacheinander auswählt, ist es unmöglich, das Gewinnspiel nach 2 Wochen aufzulösen. Sehr schlecht durchdacht. Nach diesem Verfahren müsste es also in diesem Video aufgelöst worden sein. Es werden pro Video 2 Gewinner ausgewählt. Hier sind wir 5 Videos nach der Ankündigung. Das macht insgesamt 10 Gewinner. Und wurde es auch gelöst? Nein.
Zwei Monate später sind wir immer noch an einem Punkt, an dem das Gewinnspiel immer noch nicht aufgelöst wurde, aber weiterhin Werbung dafür gemacht wird und immer noch in der Beschreibung steht, dass es noch 2 Wochen läuft. Seit 2 Monaten. Und falls jetzt eine Rechtfertigung kommt, dass es darin liegt, dass alle Gewinner nicht geantwortet haben. Erstens. Es wurden seit der Ankündigung 24 Videos hochgeladen. Das machen 48 Gewinner, weil ja pro Video 2 ausgewählt werden. Als ob sich unter 48 Leuten keine 10 befinden, die zurückgeschrieben haben. Und selbst wenn, muss man sich ja nicht auf 2 Gewinner pro Video beschränken, sondern man kann ja auch einfach mehrere auswählen. Es ist einfach unmöglich, dass man 2 Monate für ein Gewinnspiel braucht, das nach 2 Wochen aufgelöst werden hätte sollen. Und selbst wenn die vermeintlichen Gewinner nicht zurückgeschrieben hätten, hätte er ja auch einfach die Codes mit dem Geld an die abschicken können. So oder so verliert er selbst das Geld. Ob die Leute dann den Code sehen und was mit dem Geld anfangen, ist letztendlich egal. Er hat seinen Teil der Abmachung erfüllt, er hat das Geld nicht mehr. Ob es sinnvoll genutzt wird oder nicht, kann ihm egal sein. Und selbst wenn es wirklich irgendwelche Komplikationen gibt, könnte man ja auch einfach erklären, warum es so ist. Warum wird das Gewinnspiel nicht aufgelöst? Aber es kommt natürlich kein Statement in die Richtung. Es wird nur weiterhin Werbung gemacht, dass man auch schön viel Abos daraus ziehen kann und somit auch Geld. Fazit. Mabel ist der Inbegriff eines schlechten YouTubers. Auf dem Kanal befinden sich fast ausschließlich Reaction-Videos, für die man null Kreativität oder Arbeit benötigt, die von größeren YouTubern zusammengeklaut wurden und nur gemacht werden, wenn sie im Hype sind. Kein einziges Format muss für Mabel Spaß gemacht haben, da er kein Problem hat, eins abzusetzen, sobald es nicht mehr trendet. Dazu sind die Videos viel besser zu genießen, wenn niemand ständig seinen Senf dazu gibt. Ein Gewinnspiel, welches nur aus Wachstums- und Profitgründen gestartet wurde, wird nie aufgelöst. Das ist pure Fanverarsche. Lächerliche und monotone Social-Media-Präsenz, indem man auf Musical.ly ständig nur das Gleiche hochlädt. Und pure Arroganz. Wollt ihr? Ja, genau ihr Fangirls, die mich jetzt disliken, so jemanden ernsthaft noch weiter unterstützen? So, das war es jetzt von meinem Teil. Ich übergebe jetzt weiter an den guten Reki, der sagt euch jetzt nochmal so eine Zusammenfassung, was er so von Mabel bzw. Silent Boy hält. Ciao, haltet die Ohren steif oder was anderes. Cheerio. Silent Boy. Oh Mann. Bisher habe ich noch nichts gegen eine Person wie ihn gesagt. Das hat gewisse Gründe. Mein Freund JF hat ja eigentlich schon alles gesagt, aber ich erwähne nochmal ein paar Sachen oder fasse sie einfach zusammen. Silent Boy oder Mabel ist eine Person, die mir sehr bekannt vorkommt. Ich fasse es mal so zusammen. Mabel bzw. Silent Boy repräsentiert alles, was mit YouTube falsch läuft und falsch laufen wird. Er ist das, was wir uns vorstellen, wenn wir an erfolgreiche 13-Jährige denken, die durch Instagram bekannt wurden. Mainstream ist logischerweise sein Lebensmotto. Ich meine, er repräsentiert wirklich alles, was wir an der heutigen Jugend hassen, sagt der 15-Jährige, ja. Dabbing, Emojis, Clickbait, Mainstream, rote Pfeile, Titten-Thumbnails. Das Schlimmste ist aber, dass der mit sowas Erfolg hat. Traurig. Für mich ist noch ein Fakt ein Dorn im Auge. Der Typ bringt so einen Content, den er wahrscheinlich nicht mal vertritt. Aber scheiß drauf, lieber das kopieren, was die Amerikaner tun, seine eigenen Community verarschen und trotzdem erfolgreich sein. Thema Community, deren Kommentare zeigen, was Mabel denen beigebracht hat. Oberflächlichkeit und Narzissmus, das hat uns noch gefehlt. Rectable out.